Letzte Folge, kleiner Cliffhanger für euch. Wir stehen direkt vor dem Regenerator, dem ersten. Besiegen können wir ihn vermutlich noch nicht. Wir brauchen ein Thermalzielfernrohr, um die Parasiten im Körper sichtbar zu machen und einzeln auszuschalten. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, dem eine Granate hier wegzusprengen und dran vorbei zu rushen. Moor. Okay. Ich will natürlich die Schätze mitnehmen. Oh fuck, keine Money mehr. Hier war noch ein Schatz auf der Karte. So, schnell rechts rum, würde ich sagen. Die sind auch ziemlich schnell, die Mistviecher. Muss den Strom einschalten. Na super. Sieht gerade echt nicht gut aus, um ehrlich zu sein. Nochmal mit einer Granate. Fuck. Das Messer hat uns den Arsch gerettet. Strom. Der Strom wieder aus. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Was hat denn dann der Hebel eben bewirkt? Oder achso, wir müssen mehrere Hebel benutzen. Ich check das Ganze noch nicht so richtig. Jetzt ist auf jeden Fall Licht hier an. Okay. Komm, gib mir die Karte. Jetzt haben wir ein ziemliches Problem, weil wir auch kein Messer mehr haben.
ehrlich zu sein, ich habe nur random mehr oder weniger auf rumgedrückt. Ein MP5. Karte haben wir ja. Dann müssten wir jetzt hier hin. Der andere Regenerator hängt hier irgendwo noch rum. Ich höre ihn schon auf der rechten Seite irgendwo. Wo wir natürlich auch lang müssten. Da ist er. Wir müssen wahrscheinlich auch den Hebel hier erstmal betätigen. Ich denke, wir haben hier erstmal Ruhe. Okay, den können wir verkaufen. Ein hervorragender Deal. Schau mal kurz ins Inventar rein. TMP können wir jetzt ablegen. Messer müssen wir dringend reparieren, um den Regeneratoren entkommen zu können. TMP lassen wir hier. Willkommen. Reparieren. Na dann, was kann ich für dich tun? Unser Messer ist gar nicht hin. Deine Waffen sind in gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Das hab ich kaufe jetzt auch ein paar Rohstoffe. Ein paar Vorratskäufe? Gute Entscheidung. Denke, die werden wir brauchen. Das ist, was ich derzeit habe. Ich hab... Stirb mir das! Shotgun Money. Dem Hebel müssen wir hin. Oder müssen wir erst zu dem Terminal? Ah, ist einfach nur eine Ebene tiefer. Okay, dann. Das ist auch schon wieder. Muss der andere.
Das Terminal jetzt benutzt noch nicht. Autsch. Da ist jemand fröhlich bei der Arbeit. Hört sich zumindest so an. Ich finde es sehr schön, dass sie sich direkt mit dem Rücken zu uns drehen, dass wir die abstechen können. Er stöhnt hier noch rum. Hier haben wir direkt wahrscheinlich 4 von der Sorte. Das Terminal ist natürlich mitten da drin. Visier haben wir auch noch nicht. Da ist es. Fall 2002 F. Ausbruch des Testsubjekts. Während eines kürzlichen Stromausfalls erwachte ein Testsubjekt aus der Kryostase. Brach aus, sah im Haltetank aus und flüchtete. Das Objekt konnte nach 20 Stunden gefangen und die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt 7 Personen starben bei dem Vorfall, 19 wurden verletzt. Ein toter Mitarbeiter sowie eines unserer Werkzeuge konnte bis dato nicht aus dem Körper des Objekts geborgen werden. Die Ursache für diesen Unglücksfall liegt in der instabilen Stromversorgung. Die veralteten Generatoren werden unserem anspruchsvollen Zeitplan nicht gerecht. Wenn wir solche Vorkommnisse in Zukunft verhindern wollen, muss das Management mehr auf die Bedürfnisse der Ingenieure eingehen, statt immer nur deren Vorschau. Okay. Damals haben wir es auf jeden Fall so gemacht. Wo ist das Zielfernrohr? Da. Können es auf die MP5 montieren oder auf Sniper. Ich schau mal ganz kurz, wie es auf der MP5 aussieht. Und da sieht man schon die Parasiten im Körper der Regeneratoren, auf die wir uns gleich fokussieren müssen. Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Warum Schraubenschlüssel? Das
ist denn das für eine Sicherheitsvorkehrung? Ach, jetzt verstehe ich auch den Text. Eines der Werkzeuge ist noch im Körper des Regenerators. Da ist er. Wie bekommen wir den hier raus? Okay, verstehe. Anderen aus Versehen aus den Containern holen. Der hat den Parasit noch am Rücken. Oh nein. Das wird laut. Oh nein, jetzt haben wir noch das dritte offen. Auf jeden Fall schon mal den wichtigsten Blatt. Schnell hier rüber. Ich möchte nicht alle besiegen, um ehrlich zu sein. Ich denke, wir werden es trotzdem warten müssen. Können die auch durchs Fenster? Die sprengen noch hier die ganzen anderen Dinge auf. Und so ist es auch. Als wären die vier Regeneratoren nicht schon genug. Da wären wir fast hin gewesen. Schnell heilen. Nein, dann kriegen wir hier auch noch die Hälfte der Zombie. Armee verpasst. Ihr fresst jetzt erstmal ein paar Granaten. Womit wir den letzten auch noch befreit hätten. Jetzt die Kacke wirklich am Dampfen. Wie weit ist die Karte? Okay, Karte ist soweit. Schnell hier rum, nehmen die Kohle noch mit. Lass uns einfach nur verschwinden. Da hätten wir noch eine Blindgranate. Sind wir so gierig? Wir sind so gierig. Jetzt aber weg. Puh. Okay, das Zielfernrohr. Bauen wir jetzt erstmal auf Sniper. Stimmt, wir müssten jetzt eigentlich Ashley befreien können.
Dir fällt mit Sicherheit was ins Auge. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Den brauchen wir ja nicht mehr. Egal, die 500 nehmen wir uns mit. Messer machen wir auch wieder voll. Damit um, okay? Rezepturen. Informationen sind heutzutage. Kaufen sie jetzt einfach mal, damit die weg sind. Ich hab kaum jedes. Da können wir noch den roten Edelstein einsetzen. Jawohl. Zeit wieder. Das Hühnchen noch ein Ei für uns. Hallo, Fremder. Wollte jemand seine Handgranaten nicht mehr haben. Bleiben die Leichen hier eigentlich plötzlich liegen? Sind doch sonst immer verschwunden, oder? Wieder. Tod für dieses Kapitel. Ich denke, ist ganz gut gelaufen, oder? Leon? Bin spät. Die Medizin kam gerade richtig. Kannst du stehen? Wo ist Luis? Er hat sich Sorgen gemacht. Bis zuletzt. Komm, wir haben keine Zeit. Werden wir die Dinger los. Für Luis. Ada, komm. Es gibt ein Labor, in dem wir die Parasiten entfernen können. Dachte, dass du wüsstest, wo es sein könnte. Ihre wichtigsten Einrichtungen befinden sich im Heiligtum auf dem Berg. Versuch's dort. Ada, das wandelnde Lexikon. Immer gern. Schuldest mir was.
Tagebuch eines Forschers. Wir wurden ohne Vorwarnung eingesperrt. Sie bringen einen nach dem anderen in den Nebenraum. Ich weiß nicht, was dort passiert. Eben haben sie eine Birne geholt. Als nächstes bin ich wohl dran. Ich muss nachdenken, muss meine Gedanken ordnen. Plagerinfizierte sind Lord Settler hilflos ausgeliefert. Wenn er es anordnet, arbeiten sie sich mit einem Lächeln auf den Lippen bis zum Tode. Ungünstigerweise sind die Wirte für komplexere Aufgaben so gut wie nicht zu gebrauchen, da ihre Intelligenz quasi auf dem Niveau eines Regenwurms fällt. Dennoch waren wir in der Lage, eine neue, überlegene Plagerspezies zu entwickeln. Sie verfügt nicht über die Fähigkeit zur Verwandlung, dafür aber beeinträchtigt sie nicht das kognitive Leistungsvermögen des Wirts. Wie es aussieht, wollen sie diese neue Spezies dem Mädchen verabreichen. Offensichtlich ist es von Bedeutung, dass ihre Intelligenz durch die Infektion nicht beeinträchtigt wird. Alle Tests, die wir durchführten, waren erfolgreich und die Pläne für die Massenproduktion stehen bereits. Kurz gesagt, das Projekt ist ein voller Erfolg. Aber jetzt bin ich hier eingesperrt und im Nebenraum bereiten sie gerade alles vor, mir die überlegene Spezies zu initiieren. Annabelle ist nicht mehr sie selbst. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist komplett verschwunden. Würde ich nicht schreiben, wäre schon längst verrückt geworden. Auch wenn das ja sicher niemals jemand lesen wird. Okay, zum Berggipfel, Schätze. Ah ne, hier gibt es ja eine Tür, wo wir... Genau. Schaffst du's? Was denkst du denn? Ich zähle auf dich. Das kann ich mittlerweile im Schlaf. Kampf der Medaillons 5. Hat jemand vielleicht kurz Zeit und kann diese ganzen blauen Medaillons in einen Scherbenhaufen verwandeln, der sie sein sollten? Ich weiß, das wird die gute alte Zeit nicht zurückbringen, aber ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Gebiet Frachtdepot. Direkt die ganzen Medaillons angezeigt, weil wir die Schatzkarte haben. Machen wir eine Runde Schießstand. Da freut ihr euch doch, oder? Komm, wir machen eine Runde Schießstand. Kannst du nur doch vorspulen. Aber nur eine kurze Runde. Zeig, was du kannst. Das war mega. Ist das dein Ernst? Nachladen. Oh, Trauma. Hervorragender Schuss. Ist auf jeden Fall die aufgestufte Punisher, weil die direkt durch 5 Ziele schießt. Das war mega. Und das Spiel ist vorbei.
Maschinen, drei, Pistole. Zwei, eins, leg los. Ich sollte mich eigentlich nicht über Sprachfehler lustig machen. Bin ja selber nicht viel besser. Ist auf jeden Fall interessant, aber auf jeden Fall was für irgendeinen ruhigen Tag, wenn man richtig Bock drauf hat. Letztes Mal gar nicht gesehen. Das war fast wie auf dem Rummel. Hat mich voll an meine Kindheit erinnert. Wir ballern mal rein.
Stimmt, den haben wir auch noch nicht gesehen. Mit dem, der Minigun. Das soll reichen für heute. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Was hast du denn Neues? Willkommen. Ich hab was Neues für dich. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Ein hervorragender Deal. Kaufen können wir ja nichts. Meine Wichtiges sind vielleicht die Striker, aber das versichere ich. Unsere normale Shotgun ist einfach deutlich schöner momentan. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Ich würde sagen, wir sparen erstmal. Okay, weiter geht's. Wissen, was die Krähen dabei haben. Die in der Luft erwischen wir nicht damit. Und die hier oben auch nicht. Die ist leider umsonst gestorben. Laut Karte ist da oben noch gehen wir woanders lang. Ein Medaillon. Seht ihr es? Ne, da unten. Nicht übel. Und noch ein Schatz. Wo denn? Wir müssten theoretisch direkt davor stehen, da oben. Und da ist auch noch ein Medaillon.
Sehr cool. Wir haben auf jeden Fall noch einen von denen hier erhalten. Dann brauchen wir nur noch einen. Einen grünen. Hier gerade noch ein Gegner. Da ist er. Gegenstände sollten wir jetzt alle haben. Oder? Ja, sieht gut aus. Da ist noch ein Medaillon. Irgendwo. Da oben. Ich schätze, da kommen wir gleich erst rum. Wird was mit dem Kran sein. Vorsichtig. Beste macht's nicht mehr lang. Sorry. Den habe ich lange nicht mehr gesehen, den Move. Jetzt erstmal nicht durch. Wir kommen. Kommen von hier. Keine Chance. Shit! Alles klar bei dir? Ja, danke.
Die hatten aber schon nicht mehr. Ashley! Was ist denn da passiert? Na komm, Ashley. Okay. Ja, nichts passiert. Ekelhaft. Kann's nicht oft genug sagen. Mal da in die Suppe. Auch nicht viel besser als die Spinnen. Obwohl, die Spinnen. Die Suppe würde ich den Spinnen bevorzugen. Spinnen sind schon faszinierende Wesen. Auf jeden Fall auch ganz hübsch, ein paar von denen. Aber diese ekligen, Auswinkel-spinnenartigen Dinger sind gar nichts für mich. Ach, riecht das widerlich. Wieso nicht so süße Spinnen wie die aus der Samsung-Werbung? Ja, früher hatten mich hier keine 10 Pferde reingekriegt. Nee. Oh, unsere Krone ist komplett. Nochmal 100.000 auf dem Konto. Vergessen haben wir hoffentlich nichts. Beide gleichzeitig, okay? Alles klar. Yeah! Jo, jo, jo. Hört das schon? Bleib hier. Okay. Du bist doch nicht verletzt. Nein, alles gut. Also dann, beide gleichzeitig. Ja, ist gut. Okay. Keinen Strom. Machst du das? Na klar, ich habe ein Händchen für sowas. Ich rieche doch schon wieder noch mehr von den Regeneratoren. Salazar-Statue mehr.
Scheiße! Versuch's. Oh nein. Kümmern wir uns denn gleich zuerst? Verletzt? Nein, danke. Der Regenerator denn eben her? Da ist der Müllberg. Ashley, scheiße! Ashley! Och nö. Leute. Mann. Dieses Friendly Fire ist einfach ein bisschen störend. Ja, aber Spielspaß fördernd. Auf jeden Fall nicht. Verletzt? Nein, danke. Nee, wir sehen ihn ja schon. Das ist natürlich praktisch.
Danke. Kein Problem. Was können wir denn hier? Schätze? Muss ja auf jeden Fall so stehen. Können wir uns das aus der Nähe anschauen? Will er uns direkt an den Kragen? Der fest? Oh, ich hab's mir anders überlegt. Ein Auftrag ist vom Ich hab's mir eben fast gedacht, als ich die Ratten gesehen habe. Unliebsame Nager. Ich habe genug. Ekelhafte Ratten tanzen mir vor der Nase umher und machen alles dreckig. Sei jemand so gut und hilf mir dabei, diese kleinen Biester ein für mal auszuradieren, damit hier endlich wieder Ruhe und vor allem Sauberkeit Einzug halten kann. Ist was, gute Arbeit, Partner. Die Ratten machen wir eben noch. Ich gerade schon eine. Ich denke, wir kommen noch näher ran. Wir lassen Ashley hier erstmal an dem Rad. Einer noch. Rechts höre ich sie gerade. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo es weitergeht, ob wir erstmal zum Händler sollen oder hier lang. Ich wollte schon fast nochmal beim Händler vorbeischneiden.
jeden Fall die Krone verkaufen. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Ha, einsame Spitze, Fremder. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche? Matilda jetzt schon mal gekauft, dann müssen wir die dann, oder ich beim nächsten Spielstand nicht nochmal kaufen. Gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Komm jederzeit wieder. Bleibt aber erstmal hier drin. Spielen noch was weiter mit der Punisher. Willkommen. Verkaufen. Wir haben die Krone voll. Ah, dafür lasse ich einiges springen. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Da mal ordentlich an Angriffskraft reingesteckt. Damit ich ja die Panische auch voll machen können. Ein paar Vorratskäufe. Rohstoffe nehmen wir noch mit. Medikits haben wir erstmal genug. Ich speichere mal kurz.